35 Jahre lang hat Wolfgang Beltracchi sein außergewöhnliches Talent eingesetzt, um Bilder im Stil anderer zu malen. Dabei hat er nie einfach kopiert, sondern stets ein neues Original erschaffen. Kaum ein Meister war vor ihm sicher. Etwa 100 verschiedene Maler hat er nachgeahmt. Expressionisten, Impressionisten, auf alte Meister. Und das so brillant, dass er damit die gesamte Kunstwelt hinters Licht führt. Wenn man in ein Museum kommt und sieht dann sein eigenes Bild eingelegt, man ja verdammt, jetzt hängt es in allen möglichen Museen rum und keiner weiß, was es von dir ist. Ne? Dann flog er auf, wegen einer falschen Farbe. Ein von ihm verwendetes Pigment wurde zur Entstehungszeit des Gemäldes vom Künstler noch gar nicht verwendet. Es war der größte Kunstfälscherskandal aller Zeit. Von über 300 verkauften Bildern konnten ihm nur 14 nachgewiesen werden. In welchen Sammlungen oder Museen seine restlichen Gemälde hängen, darüber schweigt Beltracchi. Bis heute. Bevor Sie über diese Geschichte urteilen, laden wir Sie ein, diesen einzigartigen Künstler besser kennenzulernen. Alle Gemälde in dieser Show wurden gemalt von Wolfgang Beltracchi. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und kommen Sie mit uns auf eine Reise durch die Welt der Kunst. In all ihren Formen. Malerei, Musik und Tanz. Das ist Art on Ice, das Original.